Ja. Trägheit und Wollust, das passt ja fast nicht zusammen, oder? Oh doch. Oh Gott, Oh Timo. doch. Ja, tut mir leid, dass du mit deinen Drittklasse-Tinder-Frauen. Du schmeckst ja auch wieder besser, ne? Ich schmecke ja wieder besser. Auch noch. Robin, machen wir gerade Völlerei? Wir machen gerade richtig Völlerei. Uiuiui. Ui, ui. Darf man das denn? Wenn es selbstgemachtes Eis ist, darf man das. Aber sonst, wenn man in den Himmel will, darf man das nicht so. Und warum denn nicht? Weil der Himmel dumm ist. Scheiß Himmel, da will ich gar nicht hin. Okay. Wenn die kein Eis haben mit Zimt und Birne. Die sieben Todsünden. Gut, Tino, gut. Ach, das war jetzt quasi eine Einleitung. Ja, ne? Mensch. Endlich wieder Hörerwunsch, endlich wieder Scheiße labern. Wie schön ist das denn? Es ist Mittwoch, my Dudes. Und Pascal war so frei, uns mit seinen 20 Euro zu beglücken, uns dir in den Ausschnitt zu werfen und sagen, hier Schlampe, sprich mal was über sieben Todsünden. Dank dir gibt's im Podcast jetzt 2 Monate länger auf Spotify und Soundcloud. Kann man das sagen. Das schmeckt. Das Eis auch. Das auch, sehr gut sogar. Ja, aber das Eis muss vielleicht noch etwas schmelzen. Das ist das Eis, was hier gerade kratzt. Herr Robin hat selbst Eis gemacht, so Wassereis quasi. Also vegan? Es ist eher, ich glaube, es ist am ehesten Sorbet, ja. Ja, kann man sagen. Aber ja, das ist halt sehr tief gefroren. Es schmilzt noch, während wir hier aufnehmen. Und ihr hört heute quasi zwei Atheisten, Agnostiker, wie sie über die sieben Todsünden herziehen. Und mal gucken, inwiefern sie selbst diese Todsünden auch begehen, gelegentlich in ihrem All-Day-Life. Ich würde sagen, wir erstellen auch ein Ranking. Eine Tierlist. Ja, eine Tierlist. Welche die beste Sünde ist oder welche wir am ehesten begehen oder begehen würden. Wir sünden natürlich nicht, ne? Nee. Heil Satanas. Aber weißt du, da kann man schon dann ablesen. Ach, du hast sie da auch so schön aufgeschrieben. Ich hab's aufgeschrieben. Da, ja. Die nummerieren wir dann schön durch, würde ich sagen. Ich denke auch. Die sieben Todsünden. Ich würde das gar nicht so geschichtlich irgendwie aufsetzen. Ich glaube, das will Pascal auch gar nicht. Der will einfach sagen, okay, Wollust, welche fette Prostituierte in Amsterdam hast du weggeknattert? Sowas will der hören. Ja, wir können schon, also ich würde in einem Satz anreißen, dass die sieben Todsünden halt im Christentum stattfinden und dass irgendein Papst sich die ausgedacht hat. Und es waren wohl erst 8 Sünden, die wurden dann zu 7 runtergestuft. Ich weiß gar nicht, was weggefallen ist. Vielleicht Vergesslichkeit, weiß ich nicht. Und dann waren es nur noch 7 und damit hat die Kirche halt versucht, die Menschen zu lenken damals. Was Luther dann abgeschafft hat. Gibt es nicht auch beim Islam, gibt es auch irgendwie die 5 Säulen des Islam? Und wir Ob haben es 5 sind, weiß ich nicht, aber 10? Es gibt Säulen, ja. 10 Gebote haben wir. Ja. Und 5 Säulen des Islam gibt es, glaube ich, da. Das ist irgendwie das Gebet, das, ach, ist mir scheißegal. Also ist mir auch bei Christen egal, ne? Bevor wir jetzt hier mit dem Dönerspieß erdolcht werden. Wir sind ja beides Menschen ohne Glauben, kann man ja sagen. Dass wir beide jetzt nicht direkt an Gott glauben. Ich bin zwar getauft, aber ich bin wieder ausgetreten aus der Kirche, weil ich nicht eingesehen habe, Geld zu bezahlen. Fürs vergewaltigt werden. Richtig. Das will ich kostenlos. Was ich mache, ist einmal im Jahr so in meinem Heimatdorf so mal sowas hinlegen, so für die Orgel, diese bauen wollen oder einbauen wollen. Das ist wirklich sehr nett von dir. Weil ich die halt mag, die Pfarrerin so. Und die Kirche ist auch ganz nett dort, die Gemeinde. Mhm. Aber ich bin selber jetzt kein Christ und glaube auch nicht daran und will auch nicht daran glauben. Okay. Aktueller Stand. Und wir haben uns die 7 Todsünden neu aufgeschrieben. Und das, die heißen quasi, sind die Sachen, die man im Leben umschiffen soll im Christentum, damit man nicht in der Hölle landen muss oder im Fegefeuer. Damit man keinen Spaß hat, kann man sagen. Genau. Dann umschifft die. Also, wir haben hier Hochmut, Neid, Zorn, Trägheit, Habgier, Völlerei und Wollust. Genau. Der Lust so. Nach, die Lust nach Wolle. Ja, vielleicht müssen wir 1, 2 davon nochmal genauer definieren, oder? Also Neid, Zorn ist klar. Habgier ist halt einfach, okay, ich will haben. Man will vieles haben und ich ist bin gierig nach haben. Genau. Mhm, ja, doch. Hochmut ist halt, wenn du Arroganz. Zu viel von dir hältst und hochmütig handelst so. Das heißt, du denkst irgendwie, es geht alles gut, ich berechne keine Risiken ein und ich bin eh der Beste.
bin ich überhaupt nicht schuldig dessen. Überhaupt nicht. Und Völlerei ist ein bisschen schwierig zu erklären, also erstmal zu verstehen nach, bei dem Wort, aber Völlerei ist einfach fressen, 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 saufen, 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 wie die Menschen, die in Flugzeugen mehr Geld bezahlen müssen oder die in Hotels nicht in Stühle reinpassen. Ja, aber Völlerei ist, glaube ich, nicht zwangsläufig nur an Nahrungsaufnahme gebunden, oder? Das weiß ich nicht, aber um das wenn abzugrenzen von Habgier und so, würde ich schon sagen, dass Völlerei eher so um das sich gönnen. Weißt du, ständig fressen, saufen und so und ja, dachte ich. Also ich hätte vielleicht jetzt irgendeine Person, die 500 Paar Schuhe hat, ApoRed, hätte ich vielleicht eher bei Völlerei als bei Habgier gesehen, aber... Ach so, vielleicht, weißt du? Vielleicht. Egal. Ich habe es als üppiges Essen definiert. Die Grenzen sind fließend und im Endeffekt, alles, was der Mensch tut, ist schlecht, kann man so runterbrechen. Eigentlich schon, außer beten und Kinder vergewaltigen. Ja. Und das Letzte ist die Wollust. Trägheit haben wir auch, glaube ich, auch noch nicht angesprochen. Genau, Trägheit stimmt, ist halt Faulheit. Ja. Und ja, Wollust ist... Die sexuelle Begierde. Hm. Das sind alle Tinder-User quasi. Die sind Woll... Alles Sünder. Wollustig. Gibt es so ein Tinder für fromme Christen schon, wo man sich dann zum... Das fehlt vielleicht noch. ...Schach verabredet und... Und zum Nicht-Sex. Zum Nicht-Sex, ja. Mit dem Keuschheitsgürtel sich den umlegen gegenseitig. Erstmal mit der Zunge das Geschlecht reinigen quasi. Mhm. Danach kommt der Keuschheitsgürtel drüber. Das Weihwasser trinken und dann schön lutschen. Genau. Als Gleitmittel sozusagen. Okay. Also. Vielleicht erstmal das Ranking erstellen und dann gehen wir von unten nach oben durch. Können wir gern tun. Also was wird. Also in welcher Form ranken, was ja, uns das ist die betrifft? Frage. Oder was ist die geilste Sünde? Ja. Mach mal so, fangen wir an. Die geilste Sünde ist ganz oben. Die ungeilste Sünde ist ganz unten. Da fangen wir an, würde ich vorschlagen. Ja. Ich würde sagen, Zorn ist so die dümmste von den Sachen. Lass mal durchgehen und den Punkte geben. Ach so, am besten. Von 10 meinst du? Oder. Na, lass das mal so, um es einzuordnen, irgendwie 1, 2 und 3 und dann sehen wir schon so ein Muster quasi, was sich ergibt. Ach so. Okay. Also, weil bei Zorn. Oder von, weiß ich nicht, von 1 bis 5 oder so. Und dann zählen wir es zusammen. Ich weiß es nicht. Weil, ohne das jetzt im Verhältnis zu sehen, Zorn, ja? Mhm. Der gute alte Zorn, wenn du jetzt beim Skaten zum Beispiel, ja? Du fliegst jetzt 50 Mal auf die Schnauze. Ja. Da brauchst du nicht kommen mit, Jesus, gib mir Kraft. Nee, da brauchst du den richtigen Hass in dir. Und dann machst du das auch. Und deswegen finde ich Zorn schon hin und wieder sehr machtvoll. Aber das willst du ja nicht erreichen, diese Stufe. Das ist ja nicht wirklich begehrenswert. Begehrenswert vielleicht nicht. Aber es kann dann schon befriedigend sein, wenn man dann sich in diesem Hass so richtig suhlt und dann schafft man den Trick plötzlich. Kann ich nicht relaten tatsächlich. Hm. Da ich nicht zornig oder ganz, ganz selten mal zornig werde. Und ich schaue vor allem auf andere Menschen. Wenn die zornig sind, dann bin ich, dann das mag ich nicht, dann flüchte ich. Na, dann lass doch jetzt, du schreibst bei dir einfach mal jetzt mal eine 0 von 5 hin und ich schreibe zum Beispiel eine 2 hin. Okay. So, und dann haben wir da schon mal... Okay. 0 von 5, ja, schreib mal für mich mit. Genau. Okay. So, dann gucken wir mal weiter. Vielleicht landet der dadurch Zorn auch ganz unten. So, Trägheit. Trägheit ist ein Ding, das geht mir schon auf den Sack. Das finde ich aber auch mal schön, träge zu sein. Eieiei, Timo, guck mal, wie unterschiedlich wir sind. Was wir hier und Yang, schwarz und weiß. Ist so. Auch heute, ja, schwarz, auch von der Kleidung her. Du bist ja so der weiße Oberteil-Mensch und ich bin der Schwarz-Alles-Mensch. Der Schwarz-Alles. Der hat nämlich ja gerade Blackfacing gemacht. Black Clothing habe ich gemacht. Ah, okay. Das ist Black Bodying. Das darfst du dir nicht. Schwarze Kleidung haben irgendwelche Ausländer erfunden. Das darfst du nicht tragen. Ach so. Ja, also ich verstehe schon, was du meinst. Im Bett liegen bleiben und so, das ist schon sehr geil. Das ist schon einfach geil, wenn dein Wecker nicht klingelt und du wachst irgendwie auf und denkst dir, fuck it, ich kann halt einfach liegen bleiben. So ein geiler Sonntag. Einfach das ist schon geil. Aber anders als beim Zorn kriege ich da eher ein schlechtes Gewissen. So. Und da denke ich mir so, eigentlich... Vor wem denn? Vor mir selbst so. Ich könnte halt jetzt auch einfach was Produktives tun. Und der Zorn hat mir halt irgendwo geholfen. Die Trägheit aber nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, also ich glaube, die Trägheit ist wirklich, die fängt für mich wirklich erst da an, wo du weißt, dass es negativ ist sozusagen. Mhm. Also jetzt, wenn du krank bist, dich zu erholen, würde niemand sagen, ey, du träges Schwein. So. Mhm. Oder wenn du halt 16 Stunden durchgearbeitet hast und dann dich hinschillst und zockst, ist ja auch nicht Trägheit, oder? Das ist beim Zorn ja aber auch so, dass du echt erst so als Endstufe, wenn es negativ wird, dann erst zornig wirst. Das wäre ja das Gleiche. Du hast gerade Zornigkeit als,
als Push-Mittel quasi. Ja, nicht nur, natürlich gibt es auch schlechten Zorn, aber ich will es ja hier, ne? Wir wollen ja die nach Geilheit sortieren. Also Trägheit ist für mich ein wichtiges Element in meinem Leben, weil ich sehr gerne mal einfach mal einen Tag irgendwie noch rumliege, irgendwie Film gucke, Netflix gucke. Ich bin auch immer ganz froh, wenn ich mal irgendwie erkältet bin, dass ich mal so für 4 Tage einfach in einem Bett rumkullere. Das ist ja das Problem, ich widerspreche dir da nicht. Ich finde es nur im Nachhinein nicht geil, wenn ich das so gemacht habe, aber weiß ich nicht. Ich glaube, das ist halt auch so dieses, durch dieses Videoding, du kannst halt theoretisch jederzeit irgendwas machen. Ja. Du hast keine klare Trennung. Hm. Und ich glaube, dadurch habe ich eher noch irgendwie schlechtes Gewissen. Als ja. du, wenn du sagst, du okay, produzieren. Ich habe jetzt irgendwie meine Arbeit gemacht, jetzt kann ich halt auch machen, was ich will, sozusagen. Und ich bin ja auch angestellt derzeit, das heißt, auch wenn ich krank bin oder faul bin, bekomme ich ja mein Geld irgendwie. Eben, und bei mir ist es halt so, ist halt Quatsch an sich, weil auch wenn du kreative Sachen machst, dann kannst du dich nicht immer zwingen zu kreativen Sachen. Nee, auf keinen Fall. So, aber trotzdem kann man irgendwas immer machen und wenn es nur ist, irgendwie einen alten Stream rendern, ein paar Songs rausschneiden und das dann irgendwie hochladen. Also irgendwas geht immer, auf jeden Fall. Und deswegen, ja, ich mag das nicht. Ich gebe eine 1 von 5. Du kannst gerne davon abweichen. Von 5? Na gut, also Trägheit kann ja auch ins Negative ausarten, naja. Wenn man wirklich gar nicht mehr aufsteht und wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, fett wird und ungepflegt wird, wenn man sich nicht mehr wäscht und so und sich nicht mehr mit jemandem verabreden will und so. Das kann ja auch negativ sein, aber... Diese scheiß Depressiven, ey. Ja, furchtbar. Die sünden die ganze Zeit. Ja, eigentlich schon, das sind Sünder. Ja. Und ich bin halt ausgewählt gerne mal träge und finde es auch sympathisch. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, als ich noch getindert habe, wenn dann irgendwie drinne stand in den Profilen von wegen, ich bin sportlich oder aktiv, keine Couch-Potato, habe ich nach links gewillt, also abgelehnt, weil ich hätte schon gerne eine Partner, Partnerin, mit der ich auch einfach mal rumliegen kann, rumchillen kann. So. Und ich brauche keinen Mensch, der mich immer aufweckt, früh um 5, morgens Sport macht. Alter, direkt erschießen. Also lieber eine Partner, Partnerin, die faul ist, die träge ist, als eine zu aktive. Deswegen finde ich Trägheit eine 3 von 5. Okay, also wir müssen vielleicht nochmal Disclaimer. Ich sage nicht, dass ich das nicht tue, sondern wir machen jetzt schon so was geil ist und was scheiße ist, ne? Ja. So, okay. Also, ich finde so, es ist schon eher geil, träge zu sein. Ich bin ja der absolute Freiheitsfanatiker und habe absolut keinen Bock irgendwo 9 to 5, also dieses Ding, ich muss jetzt da sein, so, wenn ich da auch keinen Bock drauf habe. Deswegen genieße ich das halt auch, ohne Wecker aufzustehen und sowas. Aber das heißt nicht, dass ich es gut finde. Oder... Weil das klingt auch wieder so schlimm, das mit dem Wecker aufstehen ist überhaupt kein Ding. Ich stehe halt einfach dann auf, wenn ich wach bin. So. Ja. Aber ich sag mal nur, dass ich dann ab und zu halt der Versuchung widerstehen muss, dann irgendwie sinnlos liegen zu bleiben. So. Ja. Und deswegen finde ich halt nicht so gut das Gefühl. So. Aber klar, es rumt schön geil. Egal. Ja, so extreme Trägheit ist ja auch nicht cool. Also ich will ja auch jetzt niemanden haben, wo wir nur rumsitzen und nur irgendwie faul sind. Ich brauche schon eine Person, die beides abkann, aber mit der Tendenz eher zum Chillen. Ja. Deswegen auch nur eine 3 von 5 und keine 5 von 5. Sondern wenn es im Raum steht, im Zweifel, fände ich es schon geiler, mal eher einen Abend liegen zu bleiben, als irgendwie ständig auf Achse zu sein. Ja. Das ist meine Begründung, weswegen ich eine 3 draus gemacht habe. Lass auch gar nicht allzu viel jetzt schon drüber reden, weil wir werden die Liste ja von unten nach oben dann nochmal durchgehen. Ja. Und vielleicht finden wir dann auch berühmte Beispiele vielleicht für eine Todsünde oder so. Stimmt, ja. Erstmals fürs Einordnen. Ja. So, bei der Trägheit kann ich auf jeden Fall auch noch was zu sagen. Was hat's gerade? Genau. So, Habgier. Habgier. Finde ich dumm. Habgier. Ja, ich muss auch sagen, Neid und Habgier, das ist so ein bisschen schwierig für mich zu trennen. Finde ich nicht. Okay. Tatsächlich. Also ich finde, Neid ist was anderes als Habgier. Ja, also klar ist es irgendwie was anderes, aber die Grenzen sind da schon fließend, oder? Naja, es ist eher verwandt mit, also Neid ist und Habgier sind schon eher verwandt, da hast du recht, als jetzt Trägheit und Habgier zum Beispiel. Also bei Habgier willst du eine Sache oder halt irgendwas ganz, ganz viel haben? Haben, genau. Also besitzen und bei Neid, das ist vielleicht auch ein bisschen abstrakter. Also du kannst ja auf Erfolge neidisch sein. Genau. Und Erfolge kannst du mit Habgier nicht abdecken. Und Habgier hat mir schon immer gestört. Also ich war immer schon jemand, der Menschen gern eingeladen hat. So, also als ich BAföG bekommen habe damals, war Spitzensatz so 800 Euro im Monat netto so auf die Kralle, also aufs Konto. Und meine Miete waren 120 Euro. Also fast nix.
Und ich hatte keine Ausgabe, ich habe nicht geraucht, ich habe kein Auto gehabt und so und musste kein Zugticket zahlen. Das heißt, ich hatte den ganzen Monat über hatte ich irgendwie Mathe, Tino, 600 bis 700 Euro ungefähr gehabt. 600 Euro, einfach so für mich. Und da habe ich ständig Menschen, wo ich wusste, die haben irgendwie wenig Geld, einfach die haben einfach zum Essen eingeladen. Ja, komm, brauchst nichts zahlen, weil ich bekomme eh das Geld wieder. Also ich habe eh wieder nächsten Monat Geld. Und ich konnte die Menschen immer nicht leiden, die ständig nach Centbeträgen geguckt haben. So, du schuldest mir jetzt das und das als Centbetrag. Man kann auch einfach mal sagen, nö, komm, lass stecken, den Solange Euro. man da nicht ausgenutzt wird. Dann natürlich nicht, nee. Das musste schon die Waage irgendwann halten. Da aber nach deiner Definition bin ich scheinbar sehr habgierig. Bei mir ist das Ding erstens, dass ich ja wenig Geld habe und auch aber wenig Geld aus. Also ich habe mich da einfach so reintrainiert über die letzten Jahre, dass ich auch immer nach Sonderangeboten gucke und sowas. Also das macht mir dann auch Spaß. Aber das würde ich nicht Das finde ich unbedingt nicht sagen, dass habgierig, nee. ich finde nicht, dass das aus Geiz ist. Aber ich lade halt auch eigentlich nie, also fast nie jemanden zu irgendwas ein, Ist auch nur ein Beispiel. weil ich aber auch für mich selber fast nie irgendwie sowas ausgebe, weil ich es für mich halt nicht als sinnvoll erachte in den meisten Ja, Fällen. aber du teilst ja auch, wenn du irgendwas hast. So, ist ja nicht so, dass du dann sagst, nee, ist meine Tüte Chips. So, du teilst Ja, ja auch mit klar. Leuten. Das meine ich halt so. Das ist halt sowas, was ich halt sympathisch finde an Menschen, wenn sie, auch wenn sie selber nicht so viel haben, dass sie halt trotzdem ihre Sachen teilen. So, und dass sie halt nicht sagen, nö, kauf dir deine eigene Pizza. Kauf dir Sondern dein eigenes selbstgemachtes Eis, zum Tino. Beispiel, ja, das ist auch für mich eine Form von Nicht-Habgier. Also gebe ich der Sache 0 von 10. Es bringt dir halt wirklich gar nichts irgendwie. Ach, von 10 haben wir Also gesagt? Nee, 5. 0 von 5, Ja. ja. Damit wir zusammen 10 sind. Also es bringt dir halt auch irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht so Freude. Und selbst wenn es dir Freude bringt, ist das halt so ein kurzes Endorphin-Ding. Ja, okay, ich besitze jetzt was auch immer. Aber im Endeffekt macht dich das nicht grundlegend fröhlicher. Währenddessen so ein Lifestyle von ich chill jetzt ein bisschen, kann dich schon so ein grundlegendes, befriedigendes Gefühl geben, glaube ich. Also ich würde der Habgier eine 1 von 5 geben, weil es nicht komplett sinnlos ist, so ein bisschen auch auf Besitz zu beharren, weil es ja auch eine Art Schutz sein kann, dass man sich nicht eben nicht ausnutzen lässt. Und klar, Gier ist jetzt was ganz Radikales, so, aber so dieses von wegen, es ist auch mal okay zu sagen, das ist jetzt mal mein Bereich. Das ist Gib mir mal auch mal eine Eins, ja. weil mit meinem Lifestyle, dass ich so wenig ausgebe, muss ich wahrscheinlich so. Als sehr sparsamer Mensch muss man da wahrscheinlich jetzt eine Eins geben. Ja, ist auch okay, finde ich. Gut. Dann Neid haben wir schon angesprochen. Neid geht in eine ähnliche Richtung, aber ich finde, Neid ist unabhängig von dem, was du besitzt. So, es ist eher so Ja. ein, du schielst auf andere, egal was du hast, du schielst auf andere aufgrund, weil sie eine schöne Freundin haben oder weil sie ein tolleres Haus haben, cooleren Beruf, coole Freunde und so. Und ja, du kannst neidisch sein, aber auch Neid abbekommen. Also Neid liegt mir, glaube ich, weitestgehend fern, außer man sagt, dass ich halt so ein bisschen das richtig dumm finde, wenn irgendwelche Leon Machers und so super erfolgreich sind. Aber dann denke ich mir halt jedes Mal nicht irgendwie, oh, ich hätte das auch gerne, sondern eher so in die Richtung, Alter, was man mit diesen Mitteln, was man mit dieser Reichweite alles Geiles machen könnte. Ich weiß nicht, ob das in die Neidrichtung geht. Vielleicht. Wenn man denn alle anfangen, den ganzen, ne, weil so ganz vorne von Neid ist vielleicht einfach so, dass du jemanden ansiehst und so das als Ansporn siehst oder sowas. Obwohl ich jetzt auch nicht Leon Mascher angucke und natürlich mich angespornt fühle. Aber es kann ja sein, dass Leute irgendwie Donald Trump sehen und sich denken, Alter, geil, ich will auch mal Präsident Ich bin werden. auch dumm. Ja. Nee, Neid kann ja auch eine Form von Anerkennung sein. Wenn man selber Neid erfährt, finde ich das manchmal gar nicht so schlecht oder nicht so schlimm, weil ich dann denke, krass, der entwickelt so krasse Gefühle, also so ein, es macht ihm was aus, dass ich was habe, was er oder sie nicht hat. Und das kann einem zum Nachdenken bringen, dass man sich sagt, okay, krass, ich habe was erreicht irgendwie. Es gibt Menschen, denen fehlt das, was ich gerade habe. Das kann einen selber so ein bisschen aufbauen. Gleichzeitig ist aber Neid auch nichts Schönes, weil du solltest ja auch Menschen was gönnen. Und dir denken, okay, krass, der hat mit dem wenigen, was er geschafft hat oder was sie geschafft hat, das erreicht und das kann ich auch. Das kann ihm auch ein Ansporn sein. Aber, und so eine Form von Neid kenne ich von mir auch. Es ist aber selten, dass ich sage, das gönne ich der Person nicht. Es ist eher so was wie, oh, warum habe ich das nicht auch? Es ist eher, nicht wegnehmen, es ist eher so ein, ich will das auch haben.
wenn es jetzt um Schauspiel zum Beispiel geht, ja, dass du manchmal besetzt wirst und du denkst, scheiße, ich hätte gerne die Rolle gespielt, so. Ich will sie mir aber auch nicht wegnehmen. Es ist eher so ein, ja, ich wäre auch jetzt gern bei dem Punkt, weil der bekommt nachher den meisten Applaus am Ende, obwohl er gar nicht besser spielen kann vielleicht als ich, aber einfach nur, weil er diese Rolle ausfüllt, ist er gezwungen, den Text zu lernen und das zu spielen und kriegt halt den meisten Applaus am Ende. Aber ich könnte es vielleicht besser. Sowas kenne ich von mir. Oder, dass ich mir denke, andere Leute, die müssen nicht nachdenken, was sie sich jetzt gerade kaufen müssen. So, die setzen sich vor eine Kamera bei Twitch so und bekommen halt irgendwie, haben 1000 Zuschauer jeden Abend so und können Haufen machen mit dem Hobby, kriegen die halt irgendwie viel Geld, was ich in der Form nicht habe. Ich kann auch davon leben, was ich mache, aber es ist halt irgendwie auf einem anderen Level. Das ist so eine kleine, so ein Mini-Neid, den ich manchmal habe, aber nicht negativ. Würde ich jetzt sagen. Also, wenn ich schon über eine Punktezahl nachdenke, bin ich eher tatsächlich bei 0 von 5, weil ich für mich sage, Neid hat in keinster Weise ein friedigendes Mitschwingen. So. Also, ich sehe nicht so viele positive Effekte an Neid oder Aspekte. Von daher, also klar, Ansporn und so, aber das halt nur, wenn man das auch so definiert. Ja. Und es nicht eher so ein Bewundern oder sowas ist. Wenn es halt wirklich schon Neid ist, dann ist es schon eher, dass es dich runterzieht, statt anpusht, glaube ich. Also in meiner Erfahrung. Das kann auch passieren, ja. Ich finde da nicht so viel Geiles dran. Wie gesagt, das heißt ja nicht, dass ich nicht auch irgendwie vielleicht mal neidisch bin. Das soll diese Bewertung nicht sagen, aber wenn ich mir was wegdenken kann, auf jeden Fall, Neid braucht es für mich überhaupt nicht. So. Ich würde schon eine 2 geben für Neid, weil ich das... Es gibt Menschen, da hast du recht, ich kenne auch Menschen, die lassen sich von Neid runterziehen. So, und die lassen sich dann fallen und denken sich, ah, das werde ich ja nie schaffen, so, und das gebe ich auf. Das macht sich eher so giftig, hätte ich halt gedacht, so. Statt zu sagen, ey, yo, geil, wie hast du das geschafft, kannst du mir helfen, ist es dann eher so, fick dich, Alter, ich hasse dich. Und das ist halt übelst dumm. So. Nur ich habe auch schon zu Freunden gesagt, so von wegen, ich bin neidisch, dass du das geschafft hast, oder ich bin neidisch auf das, was du da hast, habe ich auch schon mal gesagt. Aber das meine ich dann nicht böse, sondern eher so ein Neid, ach krass, ich hätte es auch gerne, mit so ein Funken Missgunst vielleicht schon mit drin, aber nicht wirklich schlimm. Weißt du, wie ich das meine? Ja, also wenn ich diese 7 Dinger hier so durchgehe, glaube ich wirklich, dass Neid am wenigsten das hat, was dich selber besser fühlen lässt. Weißt du, was ich meine? Hochmut lässt dich besser fühlen, Trägheit lässt dich besser fühlen, Habgier befriedigt dich vielleicht kurzfristig, Völlerei, weißt du? Also das sind alles so Sachen, wo du dich selbst irgendwie ein bisschen besser fühlst, wenn du so sündigst, aber bei Neid irgendwie nicht. Deswegen gehe ich da eine klare 0. Das vielleicht schon, aber ich bleibe bei der 2. Okay. Dann gehen wir mal zu Hochmut, tatsächlich. Ja. Hochmut kommt vor dem Fall, Hochmut, sagt man. Hochmut ist auf jeden Fall Teil meiner Persönlichkeit in Teilen so. Ja, also es ist tricky. Du merkst es schon. Also es ist ironisch, aber eigentlich auch nicht. Es ist ein bisschen schwierig, so. Ich kann es gar nicht richtig ausdefinieren. Es braucht ja auch so einen gewissen Hochmut, wenn man sich vor eine Kamera stellt oder auf eine Bühne stellt und da Sachen fabriziert. Ja. Weil dann denkst du ja schon von dir... Man muss schon irgendwie von sich überzeugt sein. Genau. Ja. Und das kann natürlich auch... Also Hochmut ist es dann natürlich, wenn man es radikal sieht, dass du halt völlig von dir denkst, du bist der Geilste. Wie halt Klaus Kinski, das ist ja auch wieder ein gutes Beispiel. Der hat sich ja so geil und so talentiert gefühlt, dass er dachte, er kann jeden anschreien und verprügeln, ohne Konsequenzen abzubekommen. So. Das ist wieder so ein radikaler Fall. Und so ein bisschen Hochmut würde ich jedem YouTuber, jedem Twitcher, jedem Künstler, Schauspieler, Sänger unterstellen. Ja, übersteigert das Selbstvertrauen halt einfach, ne? Mir auch, genau. Und, so. Ich würde halt sagen, ich denke auch von mir manchmal, dass manches ohne mich langweilig ist. So, das denke ich manchmal von mir. Ich habe in dieser Podcast hier zum Beispiel. Zum Beispiel. Nee, also ich hab auch in Theaterstücken gespielt, wo ich dachte, wenn ich das nicht gespielt hätte, diesen Adam, das wäre scheiße gewesen. So. Nur ich konnte das gerade so gut ausfüllen. So unabwertend bei meinen Kollegen zu sein. Aber manchmal dachte ich mir, okay, ich kann mir einen anderen da gerade nicht vorstellen. Und das braucht es aber auch so ein bisschen, dass du halt auch denkst, ich will diese Rolle haben. Ich kämpfe darum. Es gibt keinen Besseren als mich. Und auch dann beim Applaus, wenn der dann kommt, dass du dann von dir denkst, geil, ich hab's richtig gemacht, so, ich hatte recht, so. Weißt du, das ist so ein bisschen Hochmut, aber der ist gesund. Okay. Der ist gesund. Das sagt der Hochmütige. Das sagt der Hochmütige in mir, ja. Ja, also I see. Ja, für mich ist auch das Ding, auch irgendwie beim Film und so, würde ich, glaube ich, am liebsten,
Das klingt auch mies. An sich nicht. Ich finde das ja geil, mit einer Gruppe rumzuziehen. Ja. Aber für das tatsächliche Produkt fände ich es, glaube ich, geil, wenn ich auch selber filmen würde und selber vor der Kamera wäre. So, also, keine Ahnung. Aber das geht natürlich nicht und will ich auch nicht wirklich. So, das, vielleicht spielt das da eine Rolle. Und das nächste ist, dass ich halt, wie gesagt, wirklich so ein bisschen... Ich finde es halt witzig, das so ironisch zu überspitzen, wie wenn ich hier andauernd betone, wie geil ich hier Installationen in dieser Wohnung gemacht habe, obwohl da einfach nur ein Haken an der Wand ist. So, das finde ich halt einfach witzig. Aber ich finde es natürlich auch wirklich geil, was ich da gemacht habe. Ja. Dass ich einfach nur einen Haken und plötzlich kannst du da deine Wäscheständer dranhängen. Und dieser Platz ist genutzt. So, deswegen, Hochmut würde ich so zu einer 3 tendieren, weil irgendwo... bereichert ist mein Leben, ja. und hilft mir. Ich hätte mehr gedacht bei dir, aber das ist dein... Das heißt ja nicht, dass ich 3 von 5 Hochmut habe, sondern dass ich das als so fern geil oder positiv bewerte. Ich sage aber auch eine 3 tatsächlich. Ich finde es auch nicht zu gut, weil ich auch schon aufs Maul geflogen bin mit Hochmut, aber es ist auf jeden Fall eher ein Ansporn von allen anderen Sachen. Es ist ja auch, also... Wenn ich jetzt ironisch sage, haha, da Mathe, Robin, jetzt lass mich dir das mal vorrechnen, dann weiß ich ja, dass ich auch nicht gut in Mathe bin. Also ich bin schon irgendwo self-aware. Und andersrum, wenn ich beim Skaten irgendwie sagen würde, oh ja, hier, das schaffe ich auf jeden Fall zu springen, und dann das überschätzt du dich, enden, das ist halt übelst dumm. Das würde ich halt niemals machen. Ja. So, und deswegen 3 von 5 passt schon. Wir haben noch Völlerei, also üppiges Essen. Und da muss ich sagen, sehe ich mich voll drin tatsächlich. Ich auch. Ich kann essen ohne Ende. Ich nehme ja auch nicht zu. Und ich würde schon sagen, dass der Großteil meines Geldes in Essen geht. Ich gehe ständig Pizza essen, ich gehe Nudeln essen und kaufe mir auch die guten Sachen so, die auch mir schmecken und ein bisschen hochwertiger sind. Da stehe ich voll drauf. Da habe ich sofort, spüre ich sofort eine 4 von 5 bei mir. Ja. Es ist nicht mal so, also du kannst es ja leisten, ja, andauernd Pizza essen gehen oder so, das mache ich ja gar nicht. Aber wenn ich mir halt Essen mache, dann sind das aber meistens große Portionen. Und dann, ich habe so oft, ich habe mir neulich ein Pizzablech gemacht, dachte, wir essen das zu zweit, dann habe ich es doch alleine gegessen. Komplettes Blech alleine. Und dann liege ich halt eine Stunde da und denke, Alter, was bist du für ein dummes Schwein? Aber es fühlt sich doch zutiefst befriedigend an. Ja. So muss das sein, wenn Frauen sich so ein Riesen, hier so ein Ding in die Vagina einführen. So muss es, wenn du dich einfach komplett ausgefüllt, so eine Black Roll, so eine Faszienrolle. Yogamatte, oder? Nee, Yoga-Rolle meine ich. Ja. Ja. So fühle ich mich dann, denk mir, ach du bescheuertes Schwein, du frisst die wieder, aber dann nächste Woche, nächstes Pizzablech. Die nächste Stunde eigentlich. Ja. Dann kann man doch noch was Süßes. Also da sehe ich mich schon. Ich gebe auch eine 4 von 5, weil ich darin nichts Schlechtes sehe. Also klar, wenn es krankhaft wird, ja, so essstörungstechnisch, dass man irgendwie nur noch frisst und also Binge-Eating und so und. Das ist nicht gut, aber also prinzipiell ist doch Essen was Schönes. Wenn ich nicht so preiswert essen könnte, würde ich es schlecht bewerten. Oder wenn ich halt irgendwie wirklich jeden Tag auswärts essen würde, dann würde ich es auf jeden Fall für mich negativ bewerten, weil es dann wieder mit meiner Habgier kollidiert scheinbar. Ja, das kann ich aber auch nicht. So, aber weil ich halt wirklich relativ low-budget lebe und trotzdem halt mir große Portionen machen kann. Was weiß ich, Kartoffeln kosten ja nichts, aber dann kann man sicher halt einfach einen Riesenberg Kartoffeln machen. So. Deswegen geil. Ja, also ich kann ja auch nicht jeden Tag außerhalb essen, ja, aber ich bin dann aber auch am Ende des Monats auch noch pleite, so, weil ich dann wirklich jeden Tag Pizza essen war. Das ist an sich so auf mein Konto, okay, ich hätte doch mal eine weniger essen sollen, so. Aber ich liebe das einfach, und da ich ja eh nicht sparen will und auch nicht keine anderen Sachen irgendwie teuer bezahlen muss, bin ich da voll drin und mag das. Ja. Dann als letztes. Ist die, das letzte? Ja, okay. Die Wollust. Wollust. Mhm. Also sexuelle Begierde. Wenn ich das reinfühle, bin ich da auch bei 3 oder 4 wahrscheinlich. Und auch mit demselben Ansatz. Also ich glaube, wenn du nicht krankhaft nymphomanisch bist und da alle konsenten, Kummerkasten, dann gibt es da auch nicht so viel, was da negativ dran ist. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr uralt christlich behaftet. Ja. Du sollst nicht sünden, bla bla bla. Ich glaube, die anderen sind heute vielleicht ein bisschen relevanter. So. Deswegen, ach fuck off, also 4. Ich gehe auf eine 5 tatsächlich. Okay. Weil ich hatte. Tino, du schlimmer Finger, nee, du, lass das nicht den Priester hören. Nicht mal wegen mir, aber ich habe viele Gespräche geführt mit Leuten, die ähnlich, also offen sind und auch so in dieser queeren Community und so. Und wir reden ganz oft davon, dass ja
Sex sowieso ein großer Motivator im Leben ist. Dass man ja immer irgendwie geil aussehen will, man will irgendwie auch erfolgreich sein und so und man will ja andere beeindrucken. Was das ist aber ein sehr sexistisches, antifeministisches Weltbild, Tino. Die Frauen in der U-Bahn, die haben sich nicht die Schminke an die Augen gemacht, nur damit du die mal bumsen darfst. Das machen die für sich selber, das weiß ich auch. es ist ja alles in Ordnung, alle können ja machen, was sie wollen, ob für sich oder für andere. Aber ich komme oft in solchen Gesprächen zu dem Ergebnis, dass ja eigentlich Sex etwas voll Gutes ist und was irgendwie jeder auch, also ausgenommen die Menschen, die asexuell leben, ja Ace und so, gibt's ja alles, aber ausgenommen davon haben ja Menschen schon Bock auf Sex. So. What? Das ist eine Neuigkeit, Alter, ich weiß. Brennpunkt Hörerwunsch, hier habt ihr es gehört. Es ist was Neues und ich glaube, man kann doch die Zeit nutzen auf der Erde und einfach so viel guten Sex haben, wie man es irgendwie kann, so wie, und nicht sich irgendwie verweigern und schüchtern sein und so. Es ist nicht immer einfach, ja, und auch nicht jeder kommt einfach an Sex ran. Aber ich finde, dass das einfach ein Motivator ist und etwas Schönes sein kann. So, klar, Verhütung und so, alles klar, und man sollte sich nicht anstecken mit Krankheiten. Ich denke gerade, vielleicht habe ich es ursprünglich zu positiv noch bewertet. Also ich hab's für mich auseinandergenommen, die Kirche, ne, bla bla. Mhm. Aber auch heute, wenn man halt wirklich nicht mal unbedingt nymphomanisch ist, aber alleine wenn man irgendwie da so von gesteuert ist, weil wenn du jetzt sagst, als Motivator, bla, wenn du halt dich irgendwie so ein bisschen ein Stück weit aufgibst, nur um hoffentlich bei irgendeiner Alten zu landen, ja, das finde ich halt dann schon wieder kritisch. Oder wenn du da übelst hinterherläufst oder oh, jetzt ist irgendwie Wochenende Samstag und mein Tinder-Match hat abgesagt und dann zieht sich's übelst runter. Dann finde ich es schon wieder nicht so, weißt du? Es ist natürlich ein Extrem, keine Frage. Ja. Und das kann auch total, also Sexsucht gibt es ja auch, dass du halt an nichts anderes mehr denken kannst, dass du alles aufbaust, dass du Sex hast. Und wenn dir jemand absagt, dann bist du halt voll deprimiert. Das gibt es natürlich auch. Oder wenn du dich vielleicht zu sehr darüber definierst oder so. Also da gehe ich mit der Kirche mit, dass es eigentlich geiler ist, wenn du irgendwie, was weiß ich, wenn du ein Bild malst, ja, und dich darüber definierst und darin tiefe Befriedigung findest, als dass du quasi die Bestätigung brauchst oder was auch immer es dann ist, was du da gerade suchst und dass da dein Motivator ist. Es darf keine Lebensbestätigung sein und man darf sich darüber, oder sollte sich nicht darüber nur definieren, dass man sagt, oh, ich hätte schon 100 Typen oder 100 Frauen. Das darf nicht die Definition des eigenen Selbstwertes sein. Aber so prinzipiell, dass man irgendwie offen ist für sexuelle Kontakte und für Abenteuer, gesund, also mit Verhütung und so, dann sehe ich da halt überhaupt nichts Schlechtes drin. Aber es kann schon sein, dass diese Todsünden wie Wollust, dass das schon dieses Extreme hervorruft. Da würde ich vielleicht auf eine 4,5 vielleicht sogar gehen, weil es kann ja auch, ich gehe auf eine 4,5 runter. Okay. Weil doch, ich will auch dieses Extreme nicht feiern, dass du, wenn du wirklich nur darüber lebst, wie dich definierst. Mein Ansatz bei wie geil ist es, diese Sünden zu begehen, ist ja eher, wie geil ist es, diese Sünde zu begehen? Also hat es so viele negative Aspekte und ich habe jetzt nicht so oft schlechtes Gewissen oder so, wenn ich irgendwie da Interaktion habe. Von daher, ja. Doch hatte ich schon, als ich mich geärgert habe, dass es dann irgendwie nicht gut war oder die Person war dann doch irgendwie scheiße zu einem. Das gab es schon mal. Ja, das darfst du ja nicht zulassen. Da musst du halt die Respektschelle auspacken, ne? Die habe ich ja vorher ausgepackt, die Respektschelle. So. Hab die überall hinge... Egal. Rechne mal zusammen jetzt, ja? Ja, rechne mal. Also Hochmut hat quasi eine 6 von 10. Von 10. Neid hat eine 2 von 10. Jetzt herein. Haben wir einen Klopfen von 10. Was ist denn hier los? Ein geheimer Gast. Prediger Frank? Ja. Das ist ungünstig. Wir sind noch mitten im Podcast. Wir haben Sex. Oh, nice. Überraschungsgäste. Hallo. Ist das toll. Hallo. Hi. Oh, ein Sakko. Ja. Wir reden gerade von Todsünden, das passt ja. Auf jeden Fall haben wir schon darüber geredet, dass Berlin angegriffen wurde und dieser Russe wurde auch vergiftet. Es ist in einem Hörerwunsch. Das ist sehr ungünstig mit einem Mikrofon, wenn wir das jetzt hier... Das Mikrofon ist eh scheiße. Hi. Ich glaube, das liegt übrigens an dem wackelnden Tisch, dass du immer so einen tiefen Ton drin hast. Nee, das liegt nicht am Tisch. Oh. Genau, rechne mal weiter zusammen. Genau, wir haben gut, dass ich gerade komme. Zorn 2 von 10. Ach, hi, ne? Lele. Wir haben 2 von 10 für Zorn. Wir haben 4 von 10 für die Trägheit. Wir haben 2 von 10 für die Habgier. Willst du ein bisschen PPC? Gerne. Ich rieche sehr nach PPC. Wir haben 8 von 10 für die Völlerei. Und wir haben 8,5 für die Wollust. So, das heißt, es ergibt das Ranking. Wir rechnen mal zusammen. Wir haben 3 mit 2 von 10. Das ist natürlich ungünstig. Das ist echt schlecht. Na?
Pokéball. Okay. Das heißt, auf Platz 1 haben wir quasi die Wollust. So. Platz 2. Toll, Tino, du mit deinem Schauspielerscheiß. Haben wir die Füllerei. Tut mir leid. Die Füllerei. Platz 3 haben wir den Hochmut. Das reicht ja Top 3, oder? Vielleicht. Nee, mach mal weiter, mach mal. Und Platz 4 teilen sich dann vermutlich Neid, Zorn und Habgier. Das sind doch nur 6. Wo ist denn die siebte Todsünde? Haben wir eins vergessen? Wo ist die siebte Todsünde, Tino? Warte mal. Hier ist noch was. Das ist Trägheit. Trägheit, wir haben Trägheit hat 4. Vergessen, hat 4. Ah, also die, kommt hier die Trägheit. Auf Platz 4 ist Trägheit. Und, jetzt, und Platz 5 teilen sich. Da müssen wir ein Ranking schnell erstellen. Komm. Neid, Habgier und Zorn teilen sich Platz 5. Das ist unser Ranking. Hm. Sozusagen. Also ich sag, Neid ist auf der letzten Stufe. Und dann Zorn, Habgier ist schwierig. Von Geiligkeit oder von Schlechtigkeit? Von Geiligkeit. Achso, weil Neid ist ziemlich ungeil. Ja, deswegen ist er auf der letzten Stufe. Ja, also laut mir. Ich wollte nur nochmal sagen, dass die Zuhörer das wissen. Verstehen. Ah. Und nicht wieder so einen wütenden Leserbrief schreiben. Ah. Der kommt ja eh nur bei Lotte an. Kriegen wir eh nicht mehr. Bei wem? Bei Lotte. Wer ist das denn? Ach so, keine Ahnung. Das darf man nicht mehr sagen, nee. Das dürfen wir nicht mehr sagen. Wenn wir werden verklagt. Dass ich das auf diese Art und Weise erfahre. Nein, wir werden nicht verklagt, das ist Quatsch. Das war ein Spaß, war Satire. Neid. Oh, eben Satire, sehr gefährlich. Frag uns nochmal auf, Mike, dann reden wir weiter. Zorn und Habgier. Kannst du hoffentlich lesen einigermaßen? Würdest du denn mitgehen, dass innerhalb dieses Rankings Neid am tiefsten unten ist? Nein, ich finde immer noch Zorn am schlimmsten. Okay. Ich finde Zorn richtig scheiße. Und Habgier am besten dann? Weil Zorn ist scheiße, wenn du es hast und wenn du es abbekommst. Aber Neid ist geil, wenn du es wenn andere dich beneiden. Dann ist es was Cooles. Deswegen finde ich Neid cooler als Zorn. Meine Meinung. Da muss ich dich unterbrechen. Also ich bin gerade reingekommen, ich bin absolut anderer Meinung. Weil Neid hält dich ja auch durch die Taten der Menschen davon ab, große Ziele zu haben und umzusetzen und darüber zu reden. Aber Wut, am Beispiel von Klaus Kinski, kann es ja auch dafür sorgen, dass du nicht mehr gebucht wirst. Der wurde ja nicht mehr gebucht als Schauspieler, weil er alle geschlagen hat. Aber guck doch mal, was ist für eine Legende heute. Genau, wer bleibt in Erinnerung? Der nicht gebucht wird oder der gebucht wird und der nicht mehr in Erinnerung bleibt? Ne? Ja, aber positiv ist die Frage, weiß ich nicht. Denk an Amilda Kleine, sagt die dir was? Nein. Nee, siehst du, weil die nicht zornig war. Wer ist das denn? Habe ich mir gerade ausgedacht. Ja. Also Fantasie ist noch die Achtung. Als ob Amilda ein Vorname ist. Nee, ich bleib bei Zorn, ich mag Zorn nicht. Von mir aus setzen auf die letzte Liste. Aber wenn du das einmal gespürt hast, so ein richtiger Hass, der dich antreibt und das Gap runterspringen lässt. Ist einfach mich treibt geil. Zorn nicht an, nicht es positiv. Es ist einfach geil. Es ist ja dann so, das ist ja doch bestimmt schon mal irgendwie. Ja, du machst halt keine körperliche Arbeit, weißt du? Doch. Nee, aber hast du nicht irgendwie stimmt, einen Sport oder so, der dich da irgendwie... Wenn du die Alte mal so richtig... Hate fucken willst und dann so richtigen Hass kriegst. Nee, aber. Das ist aber eher wohl Lust. Nee, aber da kannst du das Emotion. Gefühl nicht nachempfinden, Alter, wenn du so. Alter, jetzt habe ich schon 100 Mal verkackt, jetzt mache ich die Scheiße, sonst latsche ich hier die Wand ein. Und das motiviert dich dann, ist richtig geil. Ich sag dann eher Sachen, die ich bereue, wenn ich wütend bin, wenn ich zornig bin. Setz es auf den letzten Platz von mir aus. Wir können es auch beides gleichgewichten. Dann kommt halt auf Platz. Auf Platz 6 halt Zorn und Neid zusammen. Das sind 7 Todsünde. Das sind nicht 5 und dann ein paar und Habgier Todsünden. Und Habgier ist 5. Habgier ist 5. Aber dann ist Neid, den ich eigentlich... Ich werde gleich zornig. Ja, merkst du, wie dich das motiviert hier, diese überhaupt Diskussion? Nicht. Ich gehe nach Hause. ja, von mir aus, nimm halt was den Neid. Was sagt ihr denn? Komm, was ist schlimmer? Habgier oder... Hör doch jetzt hier gestern, doch jetzt hier... 3 kompetente Menschen. Publikumsjoker. Aber die haben ja dann unsere gute was Argumentation nicht gehört. Zorn oder Neid? Zorn oder Neid? Neid und Zorn, was ist schlimmer? Neid macht nur schlechte Gefühle. Neid lässt dich nicht irgendwie besser fühlen. Doch, das kann ich auch anspornen. Neid lässt dich halt auch glänzen, wenn es... ja, aber wenn du selber neidisch bist. Das ja, wenn ist du selber neidisch bist, ist scheiße. So. Du willst es ja auch erreichen dann. Denn, weißt du, wenn ich sage, oh, Robin hat eine geile... Weiß ich nicht, eine Villa und dann sage ich, ich will die auch pass haben. Pass auf, das ist es nämlich. Niemand hat sich jemals in seinem Neid so richtig ergötzt und so richtig, weißt du, also wenn sich darin gebadet. Also finde ich Neid auch schlecht. Ja, so. Aber es gibt ganz viele Leute, die so richtig in ihrem Zorn aufgehen und sich richtig freuen, da einfach mal durch den Hass Zorn gab es den Holocaust, so. Durch Neid, die hatten das ganze Gold.
Ja, ey, komm, mach dein Ranking, Tino. Nee, mach, ich werde also hier noch wütend. Nein, ich bin der Demokrat auch. Kommt halt drauf an, auf sich selbstbezogen würde ich Zorn insgesamt überstellen. Insgesamt. Aha. Naja, ich würde schon sagen, auf sich selbstbezogen eher. Aber wenn es gegen dich gilt, dann ist Neid natürlich besser. Als ja, du hast das ganze Ranking in Bytes, beider Formen gemacht. Abbekommen, glaube ich, und ja, okay. Ich würde es insgesamt sehen. Also sagst du auch eher Zorn besser. Was sagt denn Herodes? Zorn besser. Was denkst du? Zorn oder Neid? Was ist besser? Was ist besser? Ja. Kann ich dich eher entscheiden, was schlechter ist und dann Rückschlüsse daraus ziehen lassen? Mach das, mach schlechter. Wir wollen es ja ranken gerade. Nee, Zorn ist besser. ich finde Neid destruktiver und perfider als Zorn. Akzeptiere ich. Neid lässt sich nicht besser fühlen. Zorn Stimme. Manchmal schon. Ich bin, glaube ich, auch dafür, dass Neid eigentlich besser ist als Zorn. Ja, naja, okay, Tino, aber komm, die Demokratie sagt aber, dass Zorn. Doch, komm, ich bin ein guter Verlierer. Ja. Ich bin darauf nicht neidisch, auf das Ergebnis. Ich bin auch nicht zornig, ich akzeptiere es einfach. Akzeptanz ist aber keine Todsünde. Schlechter Eben. Podcast. Also, Platz 7 ist Neid. Neid ist was ganz, ganz Schlimmes. Ich sage auch immer von mir, dass ich nicht neidisch bin, weil ich das so hasse, aber ich würde nie von mir sagen, dass ich niemals zornig bin. Tja. Ich sage schon zu Freunden, ich bin voll neidisch auf deine Weise. Nee, sowas sage ich halt nie. Deine Häuser zum Beispiel. Deine Häuser. Nee, bin ich halt auch nicht. Also aber das, vielleicht das ist es ja für dich doch so ein bisschen, dass du es denen auch gönnst. Nein. Aber wenn dir jetzt jemand sagt, Robin, und wenn du wirklich neidisch bist, dann gönnst du ja nicht. Was findest du besser, wenn jemand zu dir sagt, Robin, ich bin zornig auf dich, oder Robin, ich bin neidisch auf dich? Was findest du besser? Oder schlimmer? Wie gesagt, also ich habe das weniger aus dieser Sicht betrachtet, aber wahrscheinlich, klar, will ich nicht, dass Leute zornig auf so. Mich sind. Aber ich glaube, echter Neid ist so krass, dass du eigentlich nicht genug drüber stehst, um das halt jemandem zu sagen, ich bin jetzt neidisch auf dich. Wenn du richtig Neid empfindest, wirst du das halt nicht eingestehen, würde ich behaupten, zumindest tendenziell nicht. Ich mag Neid schon. Dann mach doch das einfach alles hoch und Habgier ganz runter. Wir haben doch abgestimmt. Dann mach doch aber Habgier auf die 7. Gönnung ist der bessere Neid. Und Habgier, gut, aber ich finde aber Habgier nicht so schlimm. Ja, aber es ist halt auch langweilig. Auch. Eben. Es wäre dann nur ein kurzes Hoch, aber kein zutiefst befriedigendes, so wie wenn du richtig deinen Hass rausgelassen hast. Also Habgier auf die 7, meinst du? Ja, von mir aus. Kann doch keiner mehr lesen hier. Ist ja auch nicht so, also Habgier, nach oben hin wird es ja relevanter. Habgier und dann Neid und dann Zorn. Also abschließende Auflistung. Ganz schlimm ist Habgier. Dann kommt der Neid. Mhm. Dann auf Platz 5 der Zorn. Platz 4 ist die Trägheit. Platz 3 ist der Hochmut. Platz 2 die Völlerei. Rudi Völlerei. Und Platz 1 die Wollust. Danke dafür, Tino, weißt du? So. Die Wollust hast du da hochgetrieben. Ja. So, ich will jetzt nochmal kurz hier bei ein paar Sachen was sagen. So. Ja, sag. Trägheit. Haben wir jetzt auch sehr hoch. Ich glaube, da war mein Ranking ein bisschen tiefer. Ich hatte da 1 von 5 und nur 3 von 5. Ja. Tino, pass mal auf. Meine Lebensdevise. Etwas machen ist immer besser als nicht etwas machen. Wenn du die Wahl hast, ey, hier heute Abend, guck, wir machen hier Homeparty bei mir, bla. Und du sitzt dann zu Hause und denkst so, oh, aber eigentlich habe ich keinen Bock. Hitler. Holocaust machen, nicht machen. Das Hitler wurde nicht eines Abends gefragt, ey, kommst du mit auf meine Homeparty im KZ? Ist so nicht passiert. Wenn Hitler ein bisschen träger gewesen wäre, wäre er nicht Reichskanzler geworden. Das ist aber ein schlechtes Argument. Das ist was, das Murphy's Law, dass irgendwann, wenn die Argumente ausgehen, dass dann immer Hitler kommt. Das ist, also der kam jetzt sehr früh, Tino. Finde ich nicht. Kam sehr, sogar zu spät. Du hast die Wahl, ey, gehst du auf die Homeparty oder bleibe ich jetzt faul im Bett sitzen und gucke einen Film an. Es ist immer besser zu dir. Ich habe schon Partys bereut. Hab mir gesagt, aber trotzdem ist es hinterher dann eine Geschichte. Wenn du in deinem Bett liegst und einen Film guckst, keine Geschichte. Kommt drauf an, was du machst. Was du für einen Film guckst und was du... Ja, ich sage ja nicht, dass Film gucken per se schlecht ist. Mache ich ja auch gerne. Aber wenn du die Wahl hast, wenn da irgendwie die Möglichkeit ist, etwas zu tun... Ich gebe der Party meistens erstmal eine Chance und dann gehe ich nach Hause, wenn es scheiße ist. Und deswegen ist Trägheit... Du hast sie so hoch bewertet. Ich würde die Trägheit noch unter den Zorn, weil der Zorn, Alter. Ich bringe den Zorn noch auf die 1. Wie der mich die Gaps runterprescht, Mann. Naja, Trägheit ist doch was Sympathisches irgendwie. Wie gesagt, ich mag das auch mal einfach zu chillen. So. Wie gesagt. Ich will aber nie zornig sein, aber ich bin doch gerne mal bewusst träge. Es ist okay für mich. Ich wollte nur noch mal kurz dir ein bisschen was auf den Weg geben und Pascal vielleicht. Pascal, danke, dass Pascal nicht träge war und uns 20 Euro überwiesen hat. Und nicht habgierig war, dass er uns Geld überwiesen hat.
Ja, also das wollte ich zur Trägheit nochmal sagen. Aber auch ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was für Todsünden ihr am besten, am meisten feiert. Macht euer eigenes Ranking. Ja. Wie sündigt ihr am liebsten? Und ich finde, dafür ist die Liste schon ganz gut, oder? Finde ich auch. Vielleicht werden andere Sachen, also ich glaube, der Otto Normalbürger, weißt du, der Plebs, der jetzt gerade zuhört, der wird den Hochmut wahrscheinlich nicht auf der 3 haben. Denkst du eher höher? Nee, tiefer. Echt? Ja. Nein, man sieht ja auch Menschen gerne fallen, so Hochmut. Ja, so Leute, die aber irgendwie sich selbst ja nicht. Sich selbst nicht, nee. So. Und wir sind halt. Aber du hast schon Narzissten. Recht, ich finde, dass Hochmut am ehesten motiviert von all den Sachen. Es kann natürlich auch na, wenn er krankhafter Hochmut ist, ist es ja eher so, okay, ich brauche jetzt nichts mehr machen, ich bin ja schon perfekt, so, oder? Ja, aber dann machst du ja Sachen. Es geht ja eher um diesen Mut zu haben, Hochmut und nicht irgendwie perfekt sein und schon alles geschafft haben. Hochmut ist ja eigentlich eher ein Motivator, weißt du? Ja. Ich mache das wegen Hochmut. Ist auf der 3, also von mir aus sehe ich das auch so. Und ich bin auch hochmutig und habe auch schon Sachen gemacht, weil ich dachte, ich bin so toll. Bin aufs Maul gefallen. Aber bestes Beispiel. Das funktioniert auch nur, weil da altertümlich Hochmut steht und nicht neudeutsch sowas wie Arroganz. Da könntest du dieses mit dem Mut nicht machen, was du ja gerade versuchst. Aber wir haben ja auch die Todsünden so genommen, wie sie nicht richtig. Wie sie der Papst damals aufgezählt hat. Ja, aber Sprache verändert sich ja. SprachInnen. Ja? Da hast du recht. KotzInnen in meinen Körper rein. Was wären denn die Sachen in Neudeutsch? Was wäre denn Wollust? Geilheit, oder? Wahrscheinlich, ja. Aber ich sage nicht, dass es bei allen. Fresssucht oder so bei Völlerei. Völlerei ist Fresssucht. Hochmut ist Arroganz, vielleicht. Ja. Wobei eigentlich nicht, oder? Es ist schon ein bisschen was anderes. Ich sag nur, dass es halt in diesem Beispiel nur funktioniert, weil da Mut im Wortstamm drin steckt, aber vielleicht gar nicht so viel mit Mut zu tun hat. Finde ich schon, dass du ja dann übermutig wirst und die Gefahr nicht mehr einschätzen kannst. Da ist es nicht mehr ein Mut, das ist echt so eine Übermut. Mutig sein ist für mich, auf eine Bühne zu gehen, als Beispiel. Oder du halt Pranks auf der Straße zu machen. Das ist Mut, das zu machen. Das traut sich nicht jeder. Aber Hochmut ist ja echt gefährlich. Gefährliche Dinge tun. Auf der Autobahn 500 fahren zum Beispiel. Das ist Hochmut. Als Beispiel. Ja, doch. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Beispiele genannt. Das ist schon. Man genießt das auch. Deswegen, ich finde das gut auf dem Treppchen. Die bronzene Medaille. Ja. Weil das ein bisschen auszuleben, das tut schon gut. Genau, und Füllerei machen wir auch gerade, dass wir ganz dekadent hier selbstgemachtes Eis essen. Ist das jetzt langsam mal? Es ist gerade schön weich geworden, ja. Ach, guck an. Und vegan. Ja, doch, Hochmut. Deswegen habe ich ja auch, was habe ich denn gegeben? Eine 3 von 5, ne? Ja, ich auch. Ja, deswegen, wenn man das so auf diesem Level hat, also das ist eine gesunde Art Hochmut, ne? Ja, eine gesunde. So. Tatsächlich. Dann macht das allen Spaß. Und das heißt ja auch, dass man, die Todsünden wurden auch gemacht, dass man so einen Anhaltspunkt hat, was man beichten muss. Beim Beichter, wie heißt denn der? Der das macht, der Pfarrer? Beichter. Der ja. Beichter macht das, genau. Ja. Da kannst du halt sagen, okay, hier ist eine Liste, was hast du davon alles verbrochen? Das kannst du dann quasi angeben. Herr Pfarrer, ich habe gehochmutet. Genau, ich habe gehochmutet. Hochgemutet. Oder so. Völlerei ist halt schon geil. Völlerei ist geil. Also da muss ich jetzt auch nochmal die Silbermedaille hier allen in den Raum halten. Also viel Essen, übermütig Essen ist schon. Nicht zu viel, weil sonst hat die Frau da nichts mehr zu essen, wenn Franz alles vom Chili wegfrisst. Das ist natürlich dann asozial. Ist das passiert? Das ist passiert. Ist diese Geschichte wahr oder erfunden? Das erfahren Sie in der nächsten Folge von X-Faktor. Das ist auf jeden Fall schlechte Völlerei. Aber das Geile ist ja, wenn du dir selber Essen machst, dann hat Völlerei ja fast nichts Negatives. Und wenn du selber nicht fett bist und dich gut bewegen kannst. Wenn du aussiehst wie Robin und Tino, die athletische Körper haben. Und dir dein eigenes Essen machst, das niemanden wegfrisst, ja. Davon an auch irgendwie nichts wegschmeißt, dann ist ja Völlerei einfach nur geil. Das ist ja nicht mal eine Todsünde. Es ist eine Todsünde, es nicht zu tun. Sollte Essen stehen zu lassen. Was ist das Gegenteil? Von Todsünde? Lebens. Nee, es gibt zwar so ein Wort, komme ich nicht drauf gerade. Von Sünde? Na, wenn man was Ehrenvolles getan hat. Heiligkeit. Nee. Eine gute Tat halt. Da gibt's ein Wort für. Eine Heldentat. Nee, da gibt's ein kürzeres. Warte. Ich korrespondiere immer und google das mal. Gegenteil von Sünde. Ja, das krieg ich hin. Danke. Hätte ich auch so. Echt? Sünde, Gegenteil. Fällt mir nicht ein. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr so einen athletischen Körper habt wie Tino und ich, obwohl Tino hat sehr leichte Knochen, ne? Sehr leicht, ich hebe quasi ab. Genau.
dann könnt ihr sowas von verlangen. Aber wenn ihr Reinheit. Wirklich... Was? Reinheit? Das ist auch nicht, was ich meinte. Es gibt schon irgendwie da so ein Wort. Ja, Synonym für gute Tat. Egal. Wenn ihr aber ein bisschen mehr auf den Rippen habt, dann solltet ihr die Völlerei von euch im Ranking nicht auf Platz 2 haben. Nee, wenn ihr eine Essstörung habt und irgendwie ungesund lebt, dann lieber eher nicht so föllern. Dann macht mal andere Sachen. Dann seid mal hochmütiger und macht mal ein bisschen mehr Sport, Bewegung, bisschen mehr Wollust vielleicht auch, um Kalorien zu verbrennen. Ja, stimmt. Während der Sex. Die canceln sich ja gegenseitig so ein bisschen aus. Teilweise schon, ja. Trägheit und Wollust, das passt ja fast nicht zusammen, oder? Oh, doch. Oh Gott. Oh, du. Doch. Ja, tut mir leid, dass du mit deinen Drittklasse-Tinder-Frauen... Die machen nee. Seestern, macht ja, das, ja, sowas. Du darfst dann hier die. Ja, die wollen ständig und machen dann nichts. Ja, ja, doch, das gibt's ja. Alles. Ja, ja, na gut, der Seestern, aber da kannst du ja gleich sagen: Hey, tschüss. Nee, aber das ist, da endet nichts dran, dass es eine Sünde ist und dass man alles 7 gleichzeitig machen kann. Man zieht's schon durch, ja. Lass das mal entwerfen, so ein Szenario. Also, du hast da so eine Dirne, ja, die völlig träge ist, Seestern macht. Ja. Die frisst aber dabei. Hat Sex mit dir. Und sie frisst meinen Kühlschrank leer. Dein Kühlschrank leer. Ja. Will dabei all dein Hab und Gut. Ja, und sagt, sie ist die Allergeilste. Und schlägt dir dabei zornig ins Gesicht. Und wird zornig, wenn ich sie rausschmeiße. Ja. Dann hast du alle 7 Todsünden quasi erreicht. Was war das hier noch? Eins hat man hier. Ach so, neidisch. Oh, wie passt denn das da noch rein? Wie kann die dann noch neidisch auf dich sein? Penisneid. Haben ja alle Frauen. Ah ja, stimmt. Klar. Das passt doch dazu. Diese scheiß Frauen, die müssen einfach nochmal ordentlich. Okay. Die müssen nur mal richtig, damit die nicht mehr Feministen sind. Das ist eine gute Tat. Ja. Feministen sind nur neidisch auf Männer, hier habt ihr es zuerst gehört. Ja, die wollen ja auch die gleichen Rechte haben, das ist auch eine Art von Neid. Ja. Kann man sagen. Oh, ich will auch die gleichen Rechte. Tino sagt, diese Feministen, die sind ja nur neidisch. Genau, das kann man so festhalten. Ja. Also ja, geil, gutes Ranking. Wir kommen da eventuell irgendwann wieder, oder auch nicht. Okay. Peace out. Peace, bis gleich. Das war unser Live-Publikum mit viel Abstand und sie haben alle Maske getragen. Ja. Ach, das war eine Maske? Ich dachte, das war sein wirkliches Gesicht. Leider nicht. Glück gehabt. Ja, geil. Völlerei haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert, dass hier auf Platz 1 ist. Ich glaube, bei mir war es gleich mit Völlerei. Ja, 4 von 4 hatte ich bei beidem. Du bist da nochmal ein bisschen runter. Ja, haben wir vorhin schon relativ viel zu gesagt. Hm. Wenn es wirklich nicht dein Leben so bestimmt oder du da irgendwie einer Person hinterher schleichst, so richtig... Nee, einfach offen sein. Fotzenknechtig, so. Sagt man Fotzenknecht. Mal. Fotzenknecht, sag mal's. Ja, also wirklich, der Volksmund sagt, wenn du Fotzenknecht bist, dann sollte bei dir die Völlerei auch ein bisschen weiter runter. So. Tatsächlich. Es sollte dein Leben nicht bestimmen, aber dann spricht da ja nichts dagegen. Nee. So. Bleibt offen, bleibt, tut euch keinen Keuschheitsgürtel um. Ich bin da auch sehr tolerant, also... Weiß ich, von mir aus... Ja, das können sie machen, was sie wollen. Die können auch einfach in ihrem Leben nie Sex haben. Das ist mir völlig egal. Die können sie auch gegenseitig in die Schnauze scheißen, wenn beide das wollen, von mir aus. Man kann nicht mal sagen, dass sie es bereuen werden, weil dann sind sie einfach tot. Aber mir tun halt die Menschen so leid, die nur deswegen keinen Sex haben, in der Hoffnung, in den Himmel aufzusteigen oder so. Das finde ich halt so schade. Für die einfach. Für mich und auch. Und dann auch sind manchmal. Sie sexuell frustriert und vergreifen sich an irgendeinem so Pfarrersjungen. Ja. Dumm. An Kindern. Ja. Ja, doch, also ich finde, wir haben da eine relativ gute Liste aufgestellt. Jetzt würde mich natürlich von Pascal noch am meisten interessieren, wie er sein Ranking einbauen würde. Also mach gerne mal in den Kommentaren oder wenn dir das unangenehm ist, dann schick uns halt nochmal 20 Euro für den nächsten Hörerwunsch und schreib's da in die Rechnung. Nee, oder als Privatnachricht. Ich bin ja überall erreichbar auf allen sozialen Netzwerken, deswegen... Jetzt habt ihr uns auch besser kennengelernt, ja, was wir für Todsünden begehen, welche wir gut finden, welche nicht. Ja. Der Podcast ist ja auch immer so ein bisschen irgendwie ein Kennenlernen, ein Öffnen von uns beiden. Wir öffnen uns gegenseitig auch und wir öffnen uns euch gegenüber. Das dürft ihr ja nicht vergessen, das machen wir auch für euch. Unsere Groupies öffnen sich auch jetzt ein bisschen mehr ganz uns oft, gegenüber, ja. Weil die wissen ja jetzt, wie es läuft. Genau. Keinen Seestern machen. Bitte nicht. Ja. Es ist ein Geben und Nehmen. Im Leben allgemein auch, ja. Finde ich. Deswegen gibt uns 20 Euro und wir reden und über nicht jedes nur Thema. Loch geben und Penis nehmen, sondern halt auch ein bisschen mehr. Auch umgekehrt mal. Ja. Auch mal Penis nehmen. Ja. Ergeben. Ja. Nehmen. Ja. Ja. Scheiße, ja. Ja. Penis nehmen, aktiv. Ja, nice. Doch, ich bin damit relativ zufrieden. Ich auch tatsächlich. Ich hätte den Neid gerne noch auf dem letzten Platz gesehen, weil, ja, Gründe.
Nee. Also, warum ist der Neid so schlimm? Ich verstehe es nicht. Das ist jetzt die Kompromisswertung. Diese drei Plätze da hinten, für mich wäre es halt wirklich ganz hinten Neid, dann Habgier, dann Zorn, glaube ich. Egal, ich kann auch damit leben. Mit deiner Argumentation, dass man eher beneidet werden will als bezornt. Ja. Ist das okay so? Obwohl Zorn ist ja jetzt Überneid, aber... Ja, wegen der das Demokratie. Das war demokratisch. Scheiß Demokratie, Alter. Fick die Demokratie. Kann nicht funktionieren. Ey, Leute, ganz ehrlich, macht euer Ranking in die Kommentare. Nein, ich bin gespannt. Vielleicht kriegen wir ja einen Konsens. Und vielleicht mache ich das auch nochmal im Livestream, einfach so einen richtig schönen Poll. Und da gucken wir dann mal so, was der Community-Querschnitt ist. Stimmt. Ist eigentlich ganz geil. Da können wir vergleichen mit der Liste und die Liste, die die erstellt haben im Livestream. Nice. Ja, geil. Dann haben wir die Stunde auch schon rum. Haben wir das, ja? Hammer. Ach, schade. Und würde sagen... War ein großer Spaß. Vielen Dank für war das lustig. Thema. Ja, danke schön. Pascal, wehe, du sagst ja nicht, was deine Todsündenliste ist, sonst werde ich richtig zornig und springe mit meinem Skateboard auf dich drauf. Und dann hören wir uns zum nächsten Hörerwunsch. Wenn denn noch jemand einen Wunsch offen hat, dann einfach... Gerade gibt es keinen, ne? Gerade gibt es keinen offenen mehr. 20 Euro in die PayPal-Adresse, die unten verlinkt ist. paypal.me/nostalgiatv oder irgend sowas. Ihr findet das schon. Damit bereichern wir uns auch nicht. Nein, wir investieren das in den Podcast. Geil. Weil wir nicht habgierig sind. Yes. In diesem Sinne, liebe Leute, die Musik ist so unerträglich laut. Herodes ist bereits gegangen. Schulfang ist gegangen. Jesse ist gegangen. Und jetzt gehen wir auch noch. Ich habe zum ersten Mal Soulfang gesehen, in Wirklichkeit. Ja. Glaube ich zumindest. Und dann auch noch mitten in den Podcast. Wenn Leute, die sich, gibt's das als Todsünde? Leute, die einfach unangekündigt irgendwo reinplatzen? Mach mal als achte Todsünde. Achte Todsünde ist auf unangekündigt Platz, reinplatzen. Auf Platz 8. Das ist die beschissenste von allen. Ja, die keiner haben will. Die Musik ist so laut. Au. Au. Aua. Hui. Jawohl. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Oh, ich geh mal pullern. Ich muss pullern. Jetzt bin ich gerade zum PC gegangen und habe gesehen, ich habe mich da wohl in der 10er-Stelle verirrt. Wir sind ja erst bei 56 Minuten. Liebe Leute, das ist quasi jetzt der Bonusteil. Wie geil ist das denn? Wir werden uns gleich der Wollust hingeben, denn wir haben jetzt hier eine Stunde lang Eis schmelzen lassen. Ich gebe euch das Rezept einfach mal mit. Ich habe pürierte Birnen und Zimt gemischt mit tiefgefrorenem Obst. In diesem Fall waren es, ich glaube, Waldfrüchte, also so Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren oder was das ist, Erdbeeren. Ich glaube, das ist da drin. Dann kann man es entweder sofort essen. Also ein Würfel Zitrone ist noch dabei. Und Hafermilch, damit es auch so ein bisschen cremiger wird und nicht einfach nur Sorbet ist. Mm. Oh, und da kann man halt Birnen quirlen. Alternativ natürlich auch einfach Äpfel. Oh, Tino, das ist aber sehr sauer. Mm. Das ist das Exemplar, wo ich vergessen habe, noch etwas reinzuquirlen, was etwas mehr süß macht. Das ist zum Beispiel die Erdbeermarmelade von meiner Oma. Also man kann da ein bisschen rumexperimentieren und es ist alles sehr, sehr geil. Wie gesagt, wenn man das mit gefrorenem Obst macht, kann man es quasi sofort essen und hat sehr cremiges Eis. Oder so wie ich, man lagert es ganz lange und hat dann tiefgefrorenes Eis und muss dann ewig warten, bis es aufgetaut ist. Übrigens, jetzt, da es aufgetaut ist, Tino, ist es auch noch weniger süß. Also es ist schon ganz schön sauer, wenn du noch irgendwas willst. Könnt ihr auch noch mal Marmelade draufklatschen, wenn dir das so nichts ist. Mit wem sprichst du da? Mit dem Podcast. Ich habe mich nämlich in der 10er-Stelle getäuscht. Ich dachte, wir sind bei 1 Stunde 6, aber wir waren bei 56 Minuten. Oh, Schiete. Und deswegen habe ich jetzt mein Rezept hier noch als kleinen Bonus rausgehauen, damit ihr zu Hause richtig schön der Völlerei frönen könnt. Und ich hoffe, das geht hier. Mm. Es ist halt, je weniger es gefroren ist, desto... Also je gefrorener ist, ist egal. Also sowas wie sauer und süß merkt man halt weniger, wenn es richtig tiefgefroren ist. So. Das stimmt. Oder auch und, die Zunge so ein bisschen einfriert. Ja, und jetzt merkt man schon, das ist auf jeden Fall das Eis, wo ich vergessen habe, die Marmelade noch unterzurühren. Und du warst nicht habgierig? Ich war nicht habgierig. Danke dafür und nicht träge, weil du Eis gemacht hast. Und wie viel? Ich habe jetzt echt das ganze Gefrierfach voll. Mhm. Wenn meine dritte Mitbewohnerin da wäre, wäre der Platz gar nicht da. Mmh. Pascal, danke. Also... Rücki würde sagen, es schmeckt ein bisschen gesund.
was nicht unbedingt was Positives ist. Aber, also, aber nicht neidisch werden auf uns? Es schmeckt nicht schlecht, aber es ist noch nicht die perfekte Rezeptur. Ich muss da noch, ich muss da noch machen. Und ich glaube, ich finde auch das mit Apfel besser als mit Birne. Denn der Apfel harmoniert meiner Meinung nach besser mit Zimt als Birne. Das stimmt wirklich, ja. Ich bin jetzt Geschmacksexperte seit neuestem. Ich bin sehr leicht zufriedenzustellen, was Essen angeht. Hm. Also ich bin nicht der Nachwürzer oder so, nie. Und mir sind Sachen eher mal zu salzig oder zu überwürzt oder sowas. Salzig deswegen ist auch schwieriger rückgängig zu machen, glaube ich, ne? Ja, aber es schmeckt schon. Das kann man kann es schon machen. Pascal, gönn dir das mal. Und dann hast du auch echt keinen Grund, auf uns neidisch zu sein. Dann hast du das selber. Kennen wir Pascal persönlich? Nee. Schade. Zum Glück nicht, da wäre ich sonst richtig zornig jetzt. Ich wäre wollüstig, glaube ich. Auch möglich. Auf Pascal. Pascal, mit welcher Art und Weise kann man mit dir am besten sünden? Ich kenne viele Homosexuelle, die Pascal heißen. Mhm. Das ist so ein Homo-Name. So Pascal. Gut, an dieser Stelle müssen wir langsam beenden. Pascal und Patrick kenne ich ganz viele. Okay. Wir essen jetzt mal noch ein bisschen. Geben euch auf jeden Fall das Rezept mit auf den Weg. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Stunde ist rum. Und unsere Gehirne auch. Das ist jetzt der zweite Podcast in Folge. Ich muss mir jetzt auch erstmal meine Kehle ein bisschen entspannen. Mit diesem Eis. Auf Wiedersehen, Leute. Tschüss. Tschüss.